den Baron habe. Was? Scheiße. Naja, da waren jetzt vier. Okay. Du hast Geld verloren. Was? Ach, jetzt im Ernst? Was soll die Scheiße denn? Wir sind vertrimmt worden wie Novigrader Huren. Weißer, wundert's dich? Sie haben versucht, einem Hexer Blödsinn zu verhindern. Na super. Woher soll ich das wissen? Prickelnd. Blöde Idee. Okay, merken, nicht nochmal machen. Das hat sich nicht so gelohnt hier. Scheiß. Ja, hab ich gerade bekommen. Voll auf die Fresse. Da halt kassiert, wa? Da halt kassiert. So eine Scheiße. Ich wünsche euch die Pocken. So, aber erstmal muss ich jetzt zum Schmied. Kannst auch vor den Waffen. Nee, wegrennen ist nicht so meine Art. Das kann ich nicht. Und einmal übers Schild. Der Parcours auch in The Witcher 3 schon total populär. Wie kann ich helfen? Ich brauche eine Rüstung. Ja. Reparieren, bitte. Das ist teuer. Komm her, wir reparieren gleich mal einmal alles durch. Was ist denn das? Das ist die... Okay. Okay, okay. Nee, ich möchte mit dir keinen Gewinn spielen. Leb wohl. Was hast du dazu sagen? Was kann ich für dich tun? Ein merkwürdiger Akzent. Kommst du aus Gellige? Aus Artskellig. Ich habe meine ganze Kindheit in Holmstein verbracht. Warum bist du denn ausgereist? Ich hatte schon immer eine Vorliebe für die Schmiedekunst. Die ganze Zeit habe ich in der Schmiede gesessen. Ich liebte es. Die Wärme der Öfen, den Geruch vom heißen Eisen, das Donnern der Hämmer. Als ich 17 wurde, hat mein Vater gesagt, er könne mich nichts mehr lehren. Er hat mich in die Welt geschickt, damit ich noch besser werde. Nach ein paar Jahren wurde ich Schmiedemeisterin. Dann ist aber der Krieg ausgebrochen und so bin ich hier gelandet. Okay. Was hast du auf Lager? Was verkaufst du? Was kannst du empfehlen? Zeig mal her, dein Prunk. Was ist denn da? Was ist denn das? Scheuklappen. Ein Pferd mit Scheuklappen geht nicht so schnell durch. Aha. Zerschlissene Satteltaschen. Ich hab nicht so viel. Na komm her. Leb wohl. So, dann werde ich mal die Scheuklappen auf mein Pferd stecken. Dann haut mir das nicht so schnell ab. Das ist doch super. Was faselst du da? Ich habe nichts erzählt. Mit Zopf bis zum Arsch. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall nochmal gucken. Reiner! Wo ist denn der Baron? Halt die Fresse. Geh mir nicht auf den Sack, wa? So, mal gucken, was er dazu sagt, was wir ihm über seine Werte Anna zu berichten haben. Ich höre. Womit kommst du zu mir? Ich weiß, wo deine Frau ist. Ich habe Nachricht von deiner Frau. Potzpestilenz, warum sagst du das nicht gleich? Wo ist sie? Warum bringst du sie nicht mit? Sie ist im Buckelsumpf. Hat Essen, ein Dach überm Kopf, ist beschäftigt. Sah nicht so aus, als wollte sie von dort weggehen. Du solltest sie zurückbringen, nicht von ihren Lebensumständen berichten. Ich sollte sie finden. Und das habe ich. Mehr war nicht abgemacht. Du hältst mich noch immer für das Letzte. Für einen Bastard, nicht? Für den Schuldigen an dem, was hier passiert ist. Na, der tut mir ganz schön leid. Ja, das denke ich tatsächlich. Ihr Hexer mögt die Welt schwarz-weiß sehen. Wir normalen Leute sehen sie in Graustufen. Wie meine Familiengeschichte.
Du wirst wohl einwerfen, dass es nicht nur deine Schuld ist. Na gut, ich höre mir deine Sicht der Dinge an. Ja, dann berichte mal. Da bin ich ja mal gespannt. Mit Annie. Es war Liebe auf den ersten Blick. Sie versorgte meine Speerwunde aus der Schlacht von Angkor. Als ich genesen war, hielt ich um ihre Hand an. Sie weinte vor Freude. Bald war Tamara geboren und dann ging ich nach Zidaris. Ein Kriegsfürst hatte sich gegen König Etahin erhoben und Foltest schickte Hilfe. Schlachten und Scharmützel jagten einander. Ein Leben voller Krieg. Ich war selten zu Hause und fand Trost im Trinken. So viel Trost, dass ich nicht davon lassen konnte, wenn ich daheim war. Na schön. Und dann? Ich zog von Front zu Front, von Schlacht zu Schlacht, verdiente Sold. Und Anna saß allein mit dem Kind daheim. Vielmehr nicht allein, wie ich später erfuhr. Fast 3 Jahre lang suchte sie Trost in den Armen eines Kindheitsfreundes namens Ivan. So ein Hundesohn! Verdammt, verstehst du nicht? Einen Fehltritt hätte ich ja verziehen, aber sie hat mich jahrelang betrogen. Hat sich einen Dreck um mich und meine Liebe geschert. Okay. Woher weißt du das? Eines Tages kam ich nach Hause. Da waren Anna und ihre Sachen weg. Ich fand einen Brief. Sie schrieb, sie liebe mich nicht mehr und zöge mit Tamara zu diesem Wichser. Ich dachte, mir tritt ein Pferd in den Arsch. Ich zog los, um den Scheißkerl zu finden und sie wieder nach Hause zu holen. Aber als ich ihn sah, erwachte etwas Finsteres in mir. Ich schlachtete den Drecksack ab und warf ihn den Hunden zum Fraß vor. Boah. Man nennt dich also nicht grundlos den blutigen Baron. So sieht er aus. Dein Spitzname ist mir jetzt klar. Ach nein, das ist eine ganz andere Geschichte. Ach so, okay. Okay. Anna war wohl nicht gerade erbaut. Das ist die größte Untertreibung aller Zeiten. Sie wurde hysterisch, warf sich auf mich, trat und kratzte, griff sich ein Messer. Das wäre mein Ende gewesen, wäre ich nicht weggesprungen. Ach du Scheiße. Ich schlug sie zum ersten Mal. Ich musste sie beruhigen. Ich hatte keine Wahl. Von da an war alles unwiderruflich anders. Anna versuchte oft, sich und mir das Leben zu nehmen. Sie stichelte, reizte mich, verhöhnte mich. Krass, Scheiße. Ich sollte sie wohl wieder schlagen. Sie schrie, dass ich ihre Liebe und ihre Hoffnung zerstört hätte und sie doch gleich umbringen könnte. Wie oft entschuldigte ich mich, brachte Blumen und Geschenke mit. Es war ihr gleich. Nach 2 Jahren war ihr Zorn zu Gleichgültigkeit geworden. Manchmal durch ihre Hysterie unterbrochen, manchmal durch meine Sauferei. Ich begreife nicht, dass wir diese Jahre überlebt haben. Nun weißt du, dass nicht alles so war, wie es schien. Okay, krass. Offenbar verbief. Du hattest recht. Ihr seid beide schuld an der Lage. Wie gut, dass du das endlich siehst. Also gut. Wenn du Anna schon nicht zurückbringst, sag mir wenigstens, wie sie in den Sumpf gelandet ist. Alles klar. Also gut, wenn du, ne, sag mir wenigstens, wie sie. Deine Frau ist bei den Mumen. Naja, sie paktiert mit den Mumen, ist ja nicht richtig. Deine Frau ist als Dienerin bei den Mumen. Was zum Henker meinst du? Was für Mumen? Sie leben im Buckelsumpf. Richtig prickelnd.
Ich hörte von ihnen. Aber ich hielt das für Schauermärchen. Wie ist sie da nur gelandet? Tja. Ein Biest hat sie geschnappt. Hä? Kann ich doch jetzt gar nicht... Egal. Nehmen wir sie einfach mal. Sie sind nachts zu Ross geflohen. Ritten am Wald vorbei, als ein Monster der Mumen sie angriff und Anna entführte. Ein Monster? Verflucht. Und Tamara, war sie verletzt? Nein. Den Göttern sei Dank dafür. Und was ist mit Annie geschehen? Das Monster hat sie in den Buckelsumpf verschleppt, sie aber nicht verletzt. Anna scheint es dort sogar zu gefallen. Zu gefallen? Was soll der Unfug, Hexer? Was zum Teufel treibt sie da im Sumpf? Sie hat mit den Mumen einen Pakt geschlossen und... Nun, sie hat wohl den Verstand verloren. Einen Pakt? Was zum Teufel? Sie war schwanger und wollte das Kind nicht kriegen. Sie ging zu den Mumen und die versprachen, das Problem zu lösen. Krass, krass, krass. Gegen ein Jahr Dienst. Und die Mumen haben auf ihre verschrobene Art Wort gehalten. Was meinst du damit? Anna hat wohl gedacht, das Kind würde irgendwie einfach verschwinden. Aber die Mumen schwächten sie so sehr, dass sie eine Fehlgeburt hatte. Und da begann sie wohl den Verstand zu verlieren. Sie legten sie an eine magische Leine, die Schmerzen bewirken kann, damit sie ihre Schuld auch ja begleicht. Ein Pakt mit Hexen, verdammter Albtraum! Du scherzt wohl! Wir müssen sie retten! Wir können sie nicht dort lassen! Oh, du solltest nicht in den Sumpf gehen. Auch mit Bewaffneten ist es ein schlechter Einfall, in den Sumpf zu ziehen. Es ist an sich schon gefährlich dort. Und diese Mumen sind mächtiger, als man denkt. Ich dreh doch nicht Däumchen, bis sie sie rausrücken. Würdest du auf ihre Gnade zählen, wenn sie deine Tochter hätten? Wohl nicht. Aber ich bin ein Hexer. Und ich bin ein Ehemann und Vater, der sein Leben und das seiner Lieben versaut hat. Ich sammle meine Männer und hole Anna da raus. Alles klar. So, wir hatten eine Abmachung. Jetzt musst du deinen Teil erfüllen. Wir werden mehr über Ciri erfahren, hoffentlich. Wir hatten eine Abmachung. Ich habe meinen Teil erfüllt. Jetzt bist du WB Radar Braun. Ein gegebenes Versprechen. Wo war ich denn? Ein Basilisk. Er hat dich angegriffen. Ah, stimmt. Riesengroß. Ziemlich brutales Vieh. Ich dachte schon, es wäre vorbei. Vorsicht! Wenn ich nicht überlebe, kannst du aus der Festung haben, was du willst. Du wirst überleben. Zeigen wir diesem Monster, was in uns steckt. Ja, genau. Vergiftet. Wo ist es denn? Ja. Verdammtes Biest! Vielleicht weiß das ja noch irgendeiner von euch. Ciri hat doch irgendeine Spezialattacke, außer dieses Porten. Habe ich die jetzt schon? Weil ich meine, das ist doch die blaue Anzeige links oben, ne? Aber ich weiß nicht mehr, wie ich das aktiviere. Das ist mir, glaube ich, erst irgendwie beim letzten Mal ist mir das ganz spät im Spiel aufgefallen. Nee, erst später. Okay, danke. Daran kann ich mich noch erinnern. Okay. Verdammt! Ich kann ihn nicht einfach allein lassen. Lange zur Turmspitze und rette den Baron. Okay, da lang geht's dann wohl nicht. Würde mich ja interessieren, ob ich jetzt die Schnellreisefunktion nutzen kann. Nein, kann ich nicht. Das wäre ja lustig. Da geht's hoch.
Aziri ist schon verdammt cool.